Do you like potatoes? Ja gut, ist egal, ich fahre ein Stück weiter und fertig. Da wir ja sowieso schon so viel Zeit haben, haben wir auch noch Verstopfung. Moinsen, Samstag, 17. August, 8.30 Uhr. Ich bin auf dem Weg, unsere Erntehelfer abzuholen. Außerplanmäßig sind die jetzt gleich irgendwann schon da, an dem Betrieb, wo ich sie abhole. Ursprünglich war der Plan irgendwie nach Mittag. Das wirft jetzt ein bisschen meinen Tagesplan durcheinander, aber gut, ist okay. Fahren muss ich ja sowieso. Ich hatte gerade angefangen, die Dateien vom letzten Vlog, den ihr hoffentlich schon gesehen habt, auf den Computer zu ziehen und wollte dann, weil es sowieso regnet, anfangen mit dem Schneiden. Aber gut, mal gucken, das bringen wir dann irgendwie heute Abend unter, das Video schneiden. Irgendwie so wird das wohl laufen. Wie gesagt, jetzt Erntehelfer abholen. Da auf dem Betrieb, das hatte ich glaube ich im letzten Video erzählt, meine ich. Da sind die schon Kollegen von denen schon länger, jedes Jahr zur Kartoffelernte. Und da hatte ich ja mit denen gesprochen, Mensch, wenn ihr noch welche kennt, die auch Interesse haben, Kartoffeln zu ernten. Und so hat sich das Ganze ergeben. Und ja, wie gesagt, da fahre ich jetzt hin. Werde ich jetzt natürlich nicht filmen, ist auch klar, weil ich muss die erstmal fragen, ob das für die okay ist, wenn sie zu sehen sind. Und dafür muss ich erstmal eine Übersetzung. Ich weiß nämlich nicht, ob die gut Deutsch, wenig Deutsch oder gar kein Deutsch verstehen. Ich weiß nicht, ob die Englisch sprechen oder nicht. Wenn nicht, ist das auch alles nicht so wild. Das kriegen wir alles hin. Heutzutage mit den Handy-Tools ist das ja alles machbar. Es gibt diese Live-Translator und all sowas. Mal gucken. Ansonsten habe ich aber auch jemanden, eine Nummer in Kontakt bekommen, nicht allzu weit weg von uns. Das ist eine Rumänin, die fließend Deutsch spricht, hier in Deutschland lebt. Und die würde notfalls dann auch mal eben dolmetschen, wenn wir da große Probleme kriegen. Also wird sich sicherlich alles zurechtlaufen. Das Wichtigste haben wir, die Bude, die ist fertig. Ina ist da jetzt gerade noch bei und wischt noch einmal durch. Die ganzen Sachen sind eigentlich gestern schon reingekommen. Habt ihr ja gesehen, Jens hat sich ja noch die Bratpfanne in die Eier gehauen. Und ja, dann werden wir mal sehen, wie es läuft. Kartoffelroden, ursprünglich war der Plan Montagmorgen, aber das werde ich noch, das muss ich nochmal Jürgen anrufen. Wir werden das nochmal umswitchen auf Dienstagmorgen. Wir haben Dienstag ja die ersten beiden Touren nach Wietzendorf. So haben wir dann Montag nochmal eben Zeit zu gucken. Es kommt auch darauf an, wie viel Regen jetzt heute und morgen noch kommt, wo wir welchen Schlag wir anfangen und dann dementsprechend auch schon mal Krautschlägeln und sowas. Dann reicht das auch Dienstagmorgen, aber da muss ich gleich nochmal eben hinterher telefonieren. Jo, also Mitarbeiter abholen, ich bin gespannt. Juhu, Video ist geschnitten, lädt jetzt hoch. Ich habe hier noch ein Kartönchen, kam mit dem Paketdienst, da sind irgendwie anscheinend Schrauben drin für die Hallenbauer. Das will ich denen hier nochmal eben hinstellen, damit die Montag gleich griffbereit haben. Erntehelfer, super nett. Machen erstmal Pause und dann zeige ich denen nachher noch eben, fahren mit denen nochmal los. Wegen Einkaufen hatten sie gefragt. Und dann sollte das eigentlich laufen. Arbeitsbeginn ist Dienstag. Haben wir jetzt auch so abgesprochen. Morgen machen wir die Verträge noch eben fertig, damit ich das dann auch Montag alles anmelden kann. Und dann läuft der Laden. So, müssen wir bloß irgendwo hinstellen, dass es nicht nass wird. Hier auf die Wasserkiste. Dann werden sie es wohl finden. Jo. Da müssen wir nochmal gucken, dass wir die beiden, den Balken und den Balken, ich weiß nicht, ob die verschraubt sind oder ob die nur so festhängen, weil dagegen geschäumt wurde. Das müssen wir dann nochmal ausprobieren und dann müssen die beiden Stützen noch weg.
Die sind gebolzt. Eventuell nehmen wir vorher die Halter noch runter. Mal schauen, das können wir auch machen, wenn sie liegen. Und dann hier diese kleinen Beton-Dingsbums hier wegstemmen. Und dann ist das schön, ne? Jo, Regen gab es auch wieder. Also Beregnung ist definitiv zu Ende. Das alles hat sich erledigt für diese Saison, für dieses Jahr. Wir haben die Schläuche auch schon wieder eingewintert. Ach guck, da muss ich nochmal mit dem Autowagen zu dem einen Schlag hinfahren. Ich weiß, bin mir nämlich nicht sicher, ob der letzte Schlauch da aufgewickelt ist, ob der da noch liegt oder ob der schon hier ist. Da gucke ich nochmal nach. Jo, ansonsten dicke Grüße nochmal an Arian. Da habe ich ja die Erntehelfer heute Vormittag abgeholt. Mega interessanter Betrieb. Müssen wir mal schnacken, ob ich nochmal mit der Kamera herkommen darf. Denn ich glaube, das würde euch hier auch interessieren. Echt interessant. Wirklich, wirklich beeindruckend. So, da wird übrigens auch gerade gebaut. Da wird auch eine Halle angebaut. Was wollte ich noch? Ja, nee. Das war es erstmal jetzt. Jetzt erstmal eben wieder zu den Kindern. Ina ist nochmal eben schnell los einkaufen. Und ansonsten ist heute Samstag. Wir machen nichts mehr heute großartig. Ich werde nochmal eben nachher Kartoffeln packen für den Hofladen. Aber dann soll es das auch gewesen sein. Also bis später oder morgen oder Montag. Ihr werdet sehen. Dan. Autowagen. 16 Uhr. Ich wollte nochmal eben schnell ins Feld gucken. Einmal habe ich geguckt, ob die Schläuche weg sind. Jo, sind sie. Gott sei Dank. Muss er dann mal nicht wieder los, weil die Schlauchtrommel schon eingewintert ist. Ne? Bin jetzt auf dem Weg. Ich will mal eben den Schlag anfahren, wo wir eigentlich anfangen wollen zu roden, Dienstag. Und jetzt bin ich hier einen kleinen Umweg gefahren. Und zwar zu dem Schlag, den wir ganz zum Schluss gepflanzt haben. Haben wir da die Wagen stehen. Das war dunkel. Wer das wissen will, unten in den alten Videos zu sehen. Das hat sich noch gut zurechtgewachsen hier. Also die sehen so echt wirklich gut aus, wie der Ertrag sein wird, vor allem wie der Stärkegehalt sein wird, das wissen wir natürlich noch nicht. Wir werden Dienstag gegen Mittag wissen, wie vom anderen Schlag, wie da die Qualität ist. Es wird jetzt zu Anfang noch nicht der mordsmäßige Stärkeertrag sein, bin mir ziemlich sicher. Das ist eigentlich immer so, die Frühlieferung, die ersten. Da ist es dann noch nicht da, wo es hin soll, aber auf jeden Fall kann man dann schon mal eine gute Tendenz erkennen, wenn wir einmal da gewesen sind. Wir werden das jetzt diese Woche so machen. Fahrrad von vorne, muss auch nicht filmen. Wir werden das jetzt diese Woche so machen, dass Jens immer einen LKW fährt, die Vormittagstour, und die Nachmittagstour fährt Vater mit dem Schlepper, mit dem 716, mit den Akkulinern. So müssen wir nämlich nicht umladen, weil zu Hause ist ja sowieso kein Platz gerade. Der ganze Hof ist voll und Vater hat Lust auch noch ein bisschen zu fahren, also passt das ganz gut zusammen. Ne? Dann können wir eventuell auch, da muss ich dann nochmal mit dem Lohner schnacken, beziehungsweise mit dem Fahrer, wenn das gerade sich trifft und er sowieso in der Gegend ist, dann könnte man natürlich dann nachmittags schon den LKW für vormittags vielleicht mitrufen. Das muss man mal gucken, wie das jetzt die Tage läuft, nächste Woche. Wir werden sehen. Erntehelfer, Kommunikation super gut, oder habe ich das schon erzählt? Wollte ich das erzählen? Habe ich das schon erzählt? Keine Ahnung, lieber doppelt als gar nicht. Also sie spricht hervorragend Englisch. Das klappt super gut, das hat mich echt, ist mir auch ein Stein, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein Stein vom Herzen gefallen, dass wir eine Möglichkeit haben, anständig zu kommunizieren, ohne ständig Google Translator oder irgend so ein Quatsch. Das klappt wirklich gut und er spricht ganz wenig Deutsch, aber er versteht auch was. Also das ist echt top, einwandfrei. Gibt's nicht zu meckern. Wenn das denn mit der Arbeit alles so hinhaut, dann freue ich mich richtig, muss ich wirklich sagen. Also das könnte eine coole Ernte werden. So, jetzt. Einmal. Da hinten ist auch noch ein Kartoffelschlag, da fahren wir jetzt nicht hin. Auch Stärke Kartoffeln. Aber wir fahren jetzt mal, wie gesagt, den Schlag an, an dem wir anfangen wollen. Mal schauen. Bis gleich. So.
hier sollte das, also wir müssen das von dieser Seite anfahren. Da ist die Hauptstraße, da geht es nach Westerfesede, da Richtung Badelsdorf. Müssen wir von dieser Seite anfangen. Hier können wir schön mit dem LKW hin. Hier kann Jens den Auflieger rückwärts reindrücken. Ja, und dass wir dann hier laden, dass wir dann dieses Vorgewende, da ist ja noch ein Keil, dass wir das erst mit wegnehmen. Aber es ist ganz schön nass, wie es aussieht. Wir hatten bei uns um die 25 Liter Regen, vorgestern war es. Und da hinten in Osterfesede 50. Und hier zwischen liegt die, keine Ahnung, wahrscheinlich die Mitte ungefähr. Boah. Ja, kann hier genauso gut auch 30 gegeben haben auf diesem Schlag. Da stand Wasser in der Reihen, das kann man auch sehen. Boah, das ist ganz schön weich hier, Alter. Ja, mal gucken. Wir müssen sehen, was das Wetter macht. Heute hat es ein bisschen geregnet. Das war jetzt aber nicht so dolle. Was morgen noch passiert und Montag. Und dann müssen wir nochmal entscheiden. Da müssen wir mit dem Schlägler her. Auf jeden Fall das Vorgewende mit dem Keil da schon mal hier wegschlägeln, dass wir das rauskriegen und dann mal sehen, ob wie die Befahrbarkeit dann ist. Wenn es zu krass ist, dann müssen wir, fahren wir ins Moor. Da sind die Kartoffeln schon noch mehr abgestorben als hier. Dann müssen wir da anfangen. Das wollten wir nur eigentlich ganz gerne ein bisschen aufheben, weil da kann man im Grunde immer fahren. Und hier wird es tendenziell eher kritischer. Ich kann hier nochmal eben kurz einen Blick aufs Wetter werfen, wobei die Apps ja, kannst du eh nichts mehr glauben, aber schauen wir mal. Agrarwetter. Morgen nochmal 6 Liter. Montag, Dienstag trocken, Mittwoch ein bisschen Regen. So, das sagt Agrarwetter. Die Holländer. Buinradar, für die, die immer fragen, welche App das ist, habe ich ja schon ein paar Mal beantwortet, aber Forecast. Hier steht gar kein Regen. Mittwoch, Wednesday, 33%, 1,1 Liter. Also hier steht jetzt bei den Holländern in der App, nochmal aktualisieren, steht gar nichts. Hier steht zwar, morgen ist eine Regenwolke abgebildet, aber steht 0. Da ist halt nur Mittwoch 1 Liter und ansonsten trocken bis zum 30.8. steht hier. Gut, wäre okay, wäre wirklich stimmig. Habe ich nichts gegen. Glaube ich aber nicht. So. Anwenden, Licht an. Und dann fahren wir nach Hause und jetzt machen wir tatsächlich Feierabend. Ach, aber eins fällt mir gerade noch ein. Das wollte ich auch noch ganz gerne mal eben sagen, weil da und irgendwann nicht unterm letzten, auch nicht unterm vorletzten, vielleicht war es davor, unterm Video hatte jemand kommentiert. Da bin ich auch schon mal kurz drauf eingegangen, aber ob ich da wohl selber einziehen würde in die Bude. Also würdig, hatte ich auch schon gesagt. Und die beiden machten einen sehr glücklichen Eindruck. Also ich glaube, die sind sehr, sehr zufrieden mit der Unterkunft. Das nochmal zu dem Thema. So, jetzt aber Schluss. Montag, 19. August. Kaffee und den Ateki. Wunderschönen guten Tag. So, der Kollege ist am Waschen hier. Die Anlage muss ja auch mal gereinigt werden. Er macht das alles schön sauber, damit das richtig starten kann. Die Hallenbauer sind noch nicht da. Wir haben das jetzt irgendwas bei 11 Uhr rum. Aber die müssten auch jederzeit aufschlagen hier. Ja, zu zweit können wir da nichts machen. Da will ich mich mal hier jetzt an die Welle ranmachen hier, die war ja bei dem Fraktionierer kaputt, die ist ja gebrochen hier. Und na gut, scheint nicht schwierig zu sein, eben die Schrauben lösen und die neue Welle einbauen. Die haben wir ja letztes Jahr schon bekommen, sind dann nur noch nicht zugekommen, die fertig zu machen. Die kommt dann da rein, dann ist das auch erledigt und dann können wir wieder frisch starten hier. Ja, was haben wir noch alles zu machen? Ach ja, hier der Tisch, der muss dann auch nochmal gewaschen werden. Den fahre ich dann auch nochmal nachher raus. Dass wir wenigstens hier mal den ganzen Schmutz hier runterkriegen. Das ist ja alles so fest. Einmal weich machen und dann abdüsen. Also eigentlich auch bloß die Fläche hier. Alles andere gut. Untenrum vielleicht mal ein bisschen hübsch machen. Johann hat jetzt ja hier noch so eine Förderwand angebaut. Finde ich voll klasse.
Kiste hinterstellen. Und dann können wir das alles immer hier reinschmeißen. Das ist eben alles Marke Eigenbau. Und aber es funktioniert. Und das ist vollkommen ausreichend. Ist schon eine feine Sache. Na gut, wisst ihr von Bescheid. Und ich gehe bei dem Gerät bei hier. Um das mal leicht zu betonen, wir waren das nicht. Also hier gebrochen, da war sie wohl mal gebrochen. Ja. Muss da extrem beansprucht werden, das Ganze, obwohl die ja eigentlich bloß da unterläuft, um das Band hochzuhalten. Mehr macht die ja eigentlich gar nicht. Aber naja, nützt alles nichts. Aber da hat man nicht drauf geguckt, als sie gekauft wurde. Und da hat Sven noch mal eine neue Welle besorgt letztes Jahr. Gut, das musste auch mal irgendwann rein. Die kann den Schrott. War einfacher, die auszubauen. Mal gucken. Wir kriegen so, da ist er. Oder? Nee, warte, da oben, ne? Okay. Da kommt auch drauf. Spannende Sache, sowas. Dreht sich alles weg. Man muss erst was überlegen. Mal gucken. Immer im letzten Augenblick hier.
Boah, geil ist die. Hier noch mal ein bisschen in Richtung bringen. Okay, das ist Magnet. Passt auch noch nicht ganz. Sehr schön. Ja, da wundert mich das nicht, dass die so gebrochen ist. Da hängt ganz schön Dampf drauf. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Ja, ist doch feini. Voll gemacht. So, Werkzeug weg. So. Und dann kann das wieder losgehen. Zack! Herzlich willkommen in der Kartoffelernte 2024. Yay! So 8 bis 10 Wochen plus minus. Vollgas. Vollgas geht los. Morgen früh. Naja, im Grunde so ein bisschen heute schon. Ich bin jetzt hier beim Schlägeln. An zwei Schlägen, die im Grunde einer sind, aber da geht ein Graben zwischendurch, das hat zwei. Da hinten, da bin ich schon außenrum. Und jetzt an diesem Schlag außenrum einmal alles wegschlägeln. Der Plan ist der folgende, dass wir an dem vorderen Schlag, da kann er Jens mit dem LKW da zu der Mühle fahren, dass wir da den LKW immer voll machen und dann hier ein Zug Akkuliner. Das jetzt diese Woche erstmal so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und dann gucken wir mal, wie das weiterläuft, wie das passt. Auf jeden Fall muss runtergeschlägelt werden. Das geht so nicht durch den Ruder durch und da bin ich jetzt halt in Gang. Angefangen da hinten. Ich werde das wahrscheinlich bis zum Mittag, jetzt ist kurz vor 12, 12:30 wo ich zu Hause sein. Das wird ein bisschen knapp hier mit der Zeit. Ich würde es, egal wie spät es ist, auf jeden Fall fertig machen, wäre nicht heute das erste Mittagessen mit allem Mann zusammen. Also mit unseren Erntehelfern. Raluca und Marin heißen die beiden. Jens ist vorhin in Gang gewesen mit Marin, hat den einen Plattformwagen komplett oben die Platten alle runtergenommen, die waren nämlich durchgegammelt. Ursprünglich war geplant, dass wir nur oben die Platten runternehmen, aber die unteren Bohlen, die waren auch alle vergammelt. So, wir haben jetzt schon Platten liegen für oben, aber Bohlen hält auch nicht, da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Und im Anschluss sind sie jetzt beigegangen und haben, zumindest war das der Plan, als ich losgefahren bin, den RH-Bunker, den Grimme-Bunker noch weiter vorgezogen und anfangen zu waschen. Also erstmal Wasser hinlegen, Hochdruckreiniger holen und so weiter. Da gucken wir nachher mal hin oder Jens hat euch das schon gezeigt, das weiß ich nicht. Ansonsten haben wir heute Klempner da, die legen die Grundleitung von unserem neuen Betriebsleiterhaus. Die sind da in Gang. Hallenbauer waren eben, als ich losgefahren bin, noch nicht da. Aber ich glaube auch, dass die übers Wochenende, das ist ein polnischer Aufbautrupp, dass die übers Wochenende nach Hause gefahren sind. Und das bedeutet halt, dass die irgendwann jetzt erst aufschlagen werden. Ja, mittags rum, je nachdem, wie sie halt verkehrsmäßig durchkommen. Die machen, so wie es aussieht, halt montags einen halben Tag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ganze Tage und freitags einen halben Tag. Und fahren dann freitags nach Hause, diesen letzten Freitag, ich glaube das war 14 Uhr oder so, sind losgefahren, haben Feierabend gemacht. Jo, und was war noch? Elektriker hatte ich noch da, weil der Maurer braucht 32 Ampere Anschluss und irgendwie passte das alles nicht. Und dann musste er dem nochmal einen neuen FI einbauen an der Dose, wo die ran müssen und naja, das war auch mal ein ganz schönes
Hickhack, aber das sollte jetzt eigentlich alles so laufen und funktionieren. Hier sehen wir, dass wir nichts sehen. Wir haben hier richtig Wasser stehen noch. Hier vorne geht es jetzt auf dem anderen Vorgewende, das ist deutlich heftiger, das habe ich schon fertig. Und dementsprechend wachsen die Gräser durch. Ne? Also hier kannst du jetzt so gar nicht mehr, ja, hier steht auch Wasser in der Rhein. Weiß nicht, ob man das erkennen kann, da steht Wasser in der Rhein. Kannst du die Rhein kaum erkennen durch die Gräser. Aber da kommst du dann halt dementsprechend auch nicht gegen an, wenn es so krass nass ist. So, aber ansonsten läuft das hier gut. Ich kann besser fahren, als ich befürchtet habe. An dem vorderen Schlag ist das eigentlich gar kein Problem, außer ganz an der Seite. Wer sich erinnert, im Frühjahr haben wir da auch einmal den Pflanzer rausziehen müssen. Da ging es prima. Hier bis jetzt auch. Toi, toi, toi. Aber das ist jetzt auch hier an der Seite die erste Bahn, die nicht Fahrgasse ist. Deshalb müssen wir mal gucken, wie es weiterläuft. Aber ich glaube, das sollte hinhauen. Mit dem Ruder, ja, also hier rum alles kein Problem bislang, aber das Vorgewende da, wir werden es morgen sehen, ob das hinhaut. Wir werden es sehen. Ansonsten bin ich sehr, sehr gespannt, das hatte ich aber ja schon gesagt, Freitag glaube ich, oder wann habe ich euch das erzählt? Samstag, wie der Stärkegehalt dann ist bei den ersten Lieferungen. Das ist jedes Jahr immer sehr spannend und ich hoffe, dass das halbwegs in der Welt passt. Aber das werden wir dann morgen, wenn Jens von der ersten Tour zurück ist, auch wissen. Ja. Attacke. Doch geschafft, bin ich fast pünktlich zum Mittag, 5 Minuten später oder so. Sehr schön. Ja, wollen wir gleich mal im Rostschutzfarbe besorgen, wa? Alter Schwede. Aber diese Grundsubstanz da, die Träger, die sind noch gut. Hier und da ist ein kleines Löchle im Blechle, aber sonst geht's. So, Nachmittag ist übrigens. Die Hallenbauer sind jetzt auch da. Bunker waschen haben sie angefangen, läuft alles. Warum fährst du mit Mietschlepper, wenn du ja Schlepper hast? Ganz einfach. 7,16 kraftvolle Behandlung, Stärke Kartoffeln. 7,18 Schlägler dran. 7,24 Frontlader. Brauchen sie hier auf dem Hof. Und ich fahre jetzt los. Ich habe einen Gummiwagen hintergebunden. Holzbohlen. Ich hatte gerade eben angerufen. Die haben welche da. Die haben 4 Meter und 5 Meter. Nehmen wir die 5 Meter, dann haben wir nicht so viel Verschnitt. Das sind immer 2,40 Meter, weil ich die gerne in der Breite da drauf hätte. 2,40 sind 4,80, da haben wir 20 cm Verschnitt. Das ist dann so. Die holen wir jetzt eben weg, dass die schon mal da sind. Denn wenn der Bunker fertig gewaschen ist und der Verlesetisch gewaschen ist, dann können wir den Plattformwagen da noch mal eben, bevor wir alles wieder umstellen, Plattformwagen da noch eben herholen, den auch noch einmal überkächern und dann können wir dann nach dem Roden morgen oder die Tage, wie es immer passt, einmal Rostschutz draufschleichen, den muss ich auch noch besorgen und im Anschluss dann die Bohlen raufschrauben und danach dann die neuen Platten und dann ist er erstmal wieder ein paar Jahre schier der Kistenwagen. So morgen wieder, also Abflug.
Ah, jetzt steht der Klempner da natürlich auch noch ein bisschen unglücklich. So, die Bohlen eben runtergelegt auf Palette. Bis die raufkommen, dauert das ja noch einen Moment. So, eben zurücksetzen, da kann ich nicht rumfahren gerade. Seit hier ist auch Dämmung gekommen, wie es aussieht. Ups. Oh Mann. Da lag so ein Karton, ne? Fahre ich da jetzt rüber. Könnt ihr mal Pause drücken und Tipps abgeben, ob ich jetzt auf den Karton rauf fahre. Also ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Nö. Marion ist noch am Waschen, die sieht jetzt schon wieder aus wie neu. Peak fein. So muss das. Dann noch Verlesetisch. Da ist alles gut, aber um 3 wollen wir erstmal einen Kaffee trinken. 10 Minuten. Sehr schön. So, Bunker ist sauber. Fahren wir den mal eben wieder rein. Und
Der Lesetisch ist, glaube ich, auch gleich fertig. Ich habe 16 Uhr noch einen Termin, jetzt ist Viertel vor. Boah, schaffen wir. Läuft. Bis zur Kante, das ist gut, ne? Nur, dass wir hier den hier vorne ein bisschen Platz haben. Ja, aber ja. Also den haben wir hinten auch noch, kann man hinten auch durchfahren wahrscheinlich, ne? Ja. Das brauche ich nicht zu. Ja gut, ist egal, ich fahre ein Stück weiter und fertig. So geht das zu, ne? Wo soll ich hin? Ja, runter, ne? Wollen wir die hier lassen, oder? Ja. Ein Träumchen. So, dann kann der Schlepper auch irgendwo anders hin, aber weg hier. So, andere Seite. Jetzt haben wir noch einen Bagger auf dem Hof wieder, weil wir so viel Platz haben.
Habe ich ein Zugmaul? Jo, kann er hier vor. Können wir den zum Waschen ziehen. Wo können wir den gleich anbinden? Die Bremse ist los wahrscheinlich, ne? Brauchen wir die gar nicht antüdeln. Traumhaft. Läuft doch. Läuft wie ein Länderspiel. Guten Morgen, Dienstag, 20. August. Ich habe mal eben den Herkulanderzug an den 724 getüdelt. Trinken jetzt schon den Kaffee und dann wollen wir zwei Züge Steckkartoffeln roten. In der Hoffnung, dass alles hinhaut. Jens ist gerade gekommen, jetzt gibt es erstmal eben schnell einen Kaffee. Heute Tour, erste Tour Wietzdorf. Erstmal eben Kontrolle machen, wieder wie immer. Darf man da nicht vergessen. Nicht, dass hier einer rumgefummelt hat an dem Fahrzeug. Ja, gucken, Wagen ist auch kein Wasser mehr drauf. Wieder zu. Ja, hab ich gestern noch mal hochgekippt, dass das Wasser ablaufen kann. Ist auch schöner. Hier auch. Zack. Licht funktioniert auch. Ja. Ja, wird wieder spannend, die Reise. Dicht. Waschen könnt ihr mal wieder. Die Vögel haben wieder alles gegeben hier. Ja. Gummiband hatte ich hier auch dran, ne? Aber das ist wieder alles kaputt gerottet. Da muss ich wohl noch mal neues besorgen. Die gehen dann auch mal schnell kaputt durch die Sonne und durch Regen und sowas. Alles hat noch lange gestanden. Ja, mal losgehen. Moin. So, die Kartoffeln laden. Ja, aber der Ruder ist noch nicht da. Der Ruder ist noch da. Nee. Ich hätte gesagt, auf dem Weg, wa? Man, das ist auch befestigt. Oder du stellst dich hier so hin, andersrum. Ja, andersrum. Ja, ja. Thank you.
Tritrara, der Ruder ist da. Ja. Dann wollen wir mal. Wir sind nicht ganz rumgekommen. Bunker voll. Das ist schon mal nicht so schlecht. Das sieht gut aus. Thank you.
hier will Heidesand, Neunkirchen neu bauen. Das wird interessant jetzt. Mal gucken, wie schnell die sind hier und wie weit die kommen. Wir werden das mal beobachten hier. Bis dann die Kampagne zu Ende ist, wie weit die dann sind. Jo, beim Heidepark ist ordentlich was los hier. Donnerwetter. Also alle noch mal das Wetter ausnutzen. Nicht schlecht. Angekommen. So, mal gucken, hätten wir aufmachen. Soweit vorbereiten. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen vom letzten Jahr her. So, Moment, Handschuhe anziehen. Der will nicht. Wo hänge ich euch hin? Zack. Gelöst. Ich kann er gleich aufmachen. So, funktioniert hier. Oh, Hackschnitz dazwischen. Okay. Hoch mit dir. Jawohl. Siehst du das nochmal? Wunderbar. Dann kann es ja losgehen. Gehen wir zur Annahme und loggen uns da ein. So, Backhof hier vorhalten. Jetzt Lade des Fahrers. Ein Stift. So. Okay, okay. Kennzeichen. ROW. Kipper. Sorte heute haben wir hier Amado. Okay. Der war Amado wird vorgegeben. Auch okay. Da steht nochmal alles drauf. Lieferant auch immer. Wunderbar. Unterschrift. Und okay. Und dann kriegen wir hier gleich unser Laufteil. Keine Ahnung, ob ihr das jetzt sehen konntet, ob das so blendet da. Machen. So, das ist dann unser Laufzettel hier. Und damit kommen wir dann rein über die Waage und alles. Mal gucken. So, beide Züge, Jens ist ja los, habt ihr gesehen. Dieser Zug ist auch voll für heute Nachmittag. Eventuell roden wir den LKW heute Nachmittag noch mal voll, dann müssen wir nachher noch mal absprechen. Und ansonsten geht das morgen früh hier weiter, wieder zwei Züge. Ertrag bin ich zufrieden hier bisher, kann man nicht meckern. Stärke weiß ich noch nicht, Jens wird schon wissen. Aber von der Menge ist das wirklich okay. Kann man nichts sagen. So,
den Wagen nach Hause, die Wagen. Und dann geht's da weiter. So, da bin ich wieder. Erste Tour zu Ende. Für dieses Jahr die erste Tour. Aber noch nicht die letzte. So, ja, 19,3 Stärkegehalt. Das ist schon mal gar nicht verkehrt. Das war echt gut. Und was habe ich gehabt? Schmutz. Ja, 4,63% Schmutz. Dafür, dass es direkt vom Feld kommt. Stein hat er mir hier aufgeschrieben. 0,5%. Sehr schön. Dann kannst du erstmal nach Hause gehen und Mittag machen. Erst im letzten Video Bratpfanne, jetzt Braten, ne? Heute gibt's Braten. Ja, heute gibt's Braten. So, damit das Ganze wichtiger aussieht, immer ein bisschen mit dem Hammer, ne? Ich weiß zwar nicht, ob das so richtig ist, aber es ist. Schlacke schlecken. Läuft. Jo, hier ist die Bewährung drin. Und morgen wird die Sohle geschüttet. Peak fine. War eigentlich für Donnerstag geplant. Tag früher gefällt einem natürlich immer besser als einen Tag später. Ne? Sehr schön. Und erstaunlicherweise geht das endlich bei der Zuwegung weiter. Das gucken wir auch noch mal ein bisschen ran. Also hier vorne. Gleich Feierabend hier. Hier vorne schon angefangen. Dann muss noch zugeschnitten werden, der Rest. Und dann wollen sie morgen früh auch nicht weitermachen hier. Das ist mal überraschend, ne? Da haben wir zumindest dieses erste Stück bis da vorne hoffentlich bald so weit, dass wir hier fahren können. Und dann muss das letzte Stück ja auch nochmal gemacht werden. Aber erstmal hier das große Loch zu. Das wäre schon schön. So, die Hallenbauer sind in Gang. Die haben die Giebelverkleidung jetzt schon dran. Die alte Dämmung, da haben wir ja den alten Giebel abgebaut und der kommt da auf dem Ende wieder ran.
Die beiden großen Schauer haben sie die Bleche drauf. Der Giebelschauer, da sind die Eisen drauf. Da werden sie sicherlich morgen die Bleche machen und dann muss Material kommen. Irgendwie fehlen hier irgendwie jetzt die Sandwich-Paneele, dass die auch weiterkommen dann. Also so würde ich mal fast behaupten, sind die morgen Mittag mit dem Material, was sie hier haben, durch. So, gleich ist Feierabend, wa? Mittwoch, 21. August. Es geht voran, aber wir warten immer noch auf Material. Da an der Seite, das habe ich gestern gar nicht gezeigt. Ich glaube, ich habe es erzählt, aber nicht gezeigt. Hier ist die Dämmung ja fertig am Giebel, die alte wieder rangekommen. Die Bleche machen sie wohl heute nämlich an. Die Träger sind dran für den Schirm. Dafür liegen die Bleche hier auch. Ja. Und dann muss irgendwie mal Material kommen. Über Nacht haben sie den Kran noch umlackiert. Von grün auf rot. Nein, durchgetauscht. Ich würde mal sagen, das ist ein bisschen was größer. Das geht wahrscheinlich um die Dachplatten, damit sie die anständig raufkriegen. Ja, und wir haben Regen gehabt, wie man sieht. Ich habe noch nicht im Regenmesser nachgeguckt, wie viel das war. Aber jetzt soll es den Rest des Tages eigentlich trocken bleiben, steht da. Da oben ist noch der riesen Supermond, der Rest davon. Lobby! Und wir wollen jetzt mit dem Tass Kaffee trinken und dann werden wir heute etwas später mit dem Roden starten, leider. Der kann erst zu 9 Uhr kommen. Kommt Jens etwas später los. Mit der ersten Tour. Aber wir können nichts ändern. Es ist, wie es ist. Und betoniert werden soll heute auch. Ich glaube gegen 11 oder so. So, 8.12 Uhr. Jens ist mit Marino eben angefangen. Wir können ja noch nicht los, weil der konnte erst um 9. Bretter zurecht zu sägen für den Plattformwagen. Jetzt aber nur sägen und dann erstmal zur Seite, weil ich habe jetzt noch, kriege ich noch Rostschutzfarbe. Die habe ich bestellt. Ich wollte die da, wo ich die Bullen geholt habe. In Schesel, da wollte ich eigentlich Rostschutzfarbe mitnehmen. Hatten sie früher auch immer. Haben sie aber nicht mehr. Also jetzt bestellt. Jo, so. Ab nach Hause und dann können wir auch in Kürze hier starten. Ach, ich wollte noch geguckt haben, wie viel es geregnet hat. Habe ich schon wieder verdrängt. Teufel. Ich hoffe, dass das jetzt diese Woche trocken bleibt, damit wir bei dem hinteren Schlachter auch irgendwie mal in Gang kommen. Eigentlich war das ja alles anders geplant. Jetzt machen wir heute wieder beide Züge hier voll. Dann bleibt da nicht mehr so viel. Der hintere Schlag ist größer. Und dann wird er beim LKW blöd. Naja, schauen wir mal. So, er hat gesagt, in 4 Minuten ist er hier. Wir sind schon hier. Jens kommt. Kann man sich eben auch, der kann eigentlich hier vorne. Jo, zweiter Tag Wiesenhof. Ach so, ich bin euch ja noch die Antwort schuldig, Stärke gehalten. Ne? Jens hatte 19,3 und bei der zweiten Tour hatten wir 20,1. Das passt. Jens hatte Schmutz 4,9, glaube ich war es, und Vater hatte 5,2 oder so. Was aber daran liegt, dass wir da hinten an dem, da ist ja so ein, haben wir so einen Weg liegen lassen und da sind ohne Ende Steine gewesen. Hier im Schlag sind quasi keine Steine, aber hinten. Und das hat's gemacht. Ne? Das hat den Dreck reingebracht. Aber jetzt haben wir ja Vorgewände hier raus. Jetzt ist nur noch hier die Bahn, die ich gestern
geschlegelt habe. Also sollte der Schmutz ein bisschen runtergehen eigentlich. Wir werden es nachher wissen. Schande, ich muss gestehen, ich musste noch kurz nach Hause. Ich habe mir die Jacke geholt. Das pustet hier so durch. Heute Nachmittag ist es wahrscheinlich wieder im T-Shirt zu warm, aber boah, das Risiko war mir jetzt doch ein bisschen zu groß. Krank werden habe ich keine Zeit für. So. Jetzt aber. Da wir ja sowieso schon so viel Zeit haben, haben wir auch noch Verstopfung. Gas. Mehr Gas. Ist voll, ne? Ja. Fährst du los, oder was? Ich fahr los, ja. Ja. Mir ist da noch was eingefallen. Na? Do you like potatoes? So, das Video ist zu Ende. Bis zum nächsten Mal reinhauen. Ja. Bis dann. Bising. Ah ja, also lege ich ins Auto. Ganz schnell. Wo ist das Auto? Da. So, wir machen jetzt auch eben die Akkuliner zu voll und dann ist für heute wieder Schluss, 10.22 Uhr. Im nächsten Video geht's weiter. Nicht jetzt, ausschalten.